Nach dem Abgang von Oliver Kahn äußerte Matthias Schranner seine Kritik in der Verhandlungsstärke der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FC Bayern. Kahn reagiert none of dieser Kritik. München, die Amtszeit von Oliver Kahn beim FC Bayern endet plötzlich nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison, zeitgleich mit dem kurzfristigen Gewinn der Meisterschaft durch den deutschen Rekordmeister. Der 54-Jährige sollte München in die Zukunft führen, wird jedoch in weniger als 5.